Unser dritter theoretischer Teil betrifft jetzt die Nachbehandlung, wobei es mir ganz, ganz wichtig ist, dass die OP sozusagen nur ein Teil des Erfolgs ist. Die Nachbehandlung ist mindestens ebenso wichtig. Das heißt, regelmäßige Wundkontrollen und Verbandwechsel. Ich gebe meinen Patienten auch immer ein bisschen ein Care-Paket mit nach Hause, dass sie zur Not selber mal ein Pflaster wechseln können, wenn etwas verrutscht, oder was einlegen, wenn irgendwo die Kompressionskleidung drückt. Kompression ist auch ganz wichtig, dass die gut passt und die richtige Kompression gewählt wird. Und ja, dann vielleicht auch noch die Narbentherapie, einerseits Narbensalben und Pflaster und im weiteren Fall auch einmal eine Nachbehandlung durch Professionisten wie Heilmasseure oder Physiotherapeuten, Therapeutinnen, die mit Lymphdrainagen oder eben auch Narbenbindegewebsmassagen das Ergebnis noch maßgeblich beeinflussen können.